Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum Farmechanic Simulator 2015 und es geht weiter. Wir haben 54% der Karriere mittlerweile auch schon abgeschlossen und bahnen uns den Weg hindurch die unendlichen Weiden des Reparierens zu Auftrag 50. Da kriegen wir nämlich eine neue Werkstatt, aber erstmal haben wir uns hier einen Drescher. Überprüfe die Komponenten des Korn-Elevators und führe die notwendigen Reparaturen aus. Der Kunde beschwert sich, dass Korn-Elevator nicht ordnungsgemäß arbeitet. Finde die Ursache des Problems heraus und behebe sie. Natürlich werden wir das tun. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das dieser Korn-Elevator, steht ja sogar dran. So, wir überprüfen. Das da hinten ist bestimmt wieder kaputt. Auch nicht. Oh, okay. Warum arbeitet der jetzt nicht richtig? Das wird. Hier haben wir noch das Übel der Dinge schon gefunden. Das ist eine Zahnrad. Vielleicht ist der Riemen auch noch Schrott. Man weiß es nicht. Hier die Scheibe können wir auch gleich mal noch mit überprüfen. Es gehört ja alles dazu zum Korn Elevator. Die ist nämlich auch kaputt. Sehr gut. Das heißt, wir müssen eine ganze Menge ausbauen. Aber das ist nicht das Problem. Gucken wir gleich mal hier noch mit drüber. Die Scheiben hier. So viel ist das hier im Korn Elevator nicht. Halt Haufen so eine Zahnräder hier. Oder so eine ja, wie nennt man das? Keine Ahnung. Riemenscheiben. Riemenscheiben ist, glaube ich, ein sehr gutes Wort dazu. Weil es laufen ja Riemen drüber. So. Okay. Hier. Den noch überprüfen. Den überprüfen auch noch. Hier oben den noch. So. Aber ich denke, dass es bei den zwei Sachen bleiben wird. Okay, super. Dann müssen wir als allererstes das hier wieder ausbauen. Dazu müssen wir aber erstmal hier den Riemen rausknödeln. So, das muss alles ab. Verstehe ich auch nicht, warum ich das abschrauben muss, um dieses große Teil rauszubauen. Theoretisch könnte man das ja dran lassen, meiner Meinung nach. Ist ja da drin festgeschraubt. Aber so gut kenne ich mich dann doch nicht mit Mähdreschern aus, dass ich mir da jetzt, dass ich mich jetzt hier aufs Glatteis. Was ist denn jetzt das Problem? Achso, hier, das muss noch ab, ne? So, haben wir hier unten die vier Schrauben, sonst kommen wir da oben nicht ran. Ah, la 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 la. So. Okidoki. Naja, wir können ja auch hier anschalten mit C. Und sehen wir, was raus muss. Erstmal das Teil auf jeden Fall. Warte mal, dann bauen wir doch erstmal den ab. Wieso kann ich den Riemen nicht abnehmen? Ach, ernsthaft? Muss das ganze Teil raus? Oh, Leute, ist das nicht euer Ernst? Na gut. Bauen wir ihn halt komplett raus. Nicht das Problem. Ah. Um diese Scheibe abzubauen. Muss ich. Das werde ich mich abrollen hier, oder? Okay, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Fehler. Also, keine Ahnung. Kann ich mir nicht vorstellen, dass ich. Blödsinn. Na egal. Okay, ganzen Korn-Elevator auseinandergebaut hier. Reparieren. Die Scheibe auf jeden Fall. Und die Scheibe auf jeden Fall. Okay. So, dann den ganzen Quark wieder zusammenknödeln. So, warte mal, erstmal das Teil wieder dran. Ist jetzt vielleicht nicht ganz richtig, oder? Das würde mich jetzt stark wundern. Ach, jetzt geht das? Okay. Interessant. Schraube. Die Scheibe noch wieder drauf. Okay, die war ja auch mit vier Schrauben fest. Oben die große ist mit einer, hier unten die ist mit vier. Na gut, hier laufen mehrere Riemen drüber. Vielleicht liegt es daran, dass auch mehr Kraft drauf ist. Oder mehr Kraft drüber läuft. So, warte mal, der Keilriemen. Dann der Keilriemen. So, dann können wir den wieder draufsetzen. Ja, wunderschön. Können wir da oben den Keilriemen wieder reinmachen, die drei Zahnräder drauf und fertig ist die Maus. So.
mal hier den Keilring wieder drauf. Okay, oder Zahnriemen, meinetwegen. Oh, die müssen natürlich auch alle wieder festziehen. So. Das müsste es gewesen sein, meine Freunde. Nein. Jupp, repariert. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Geld bitte da lassen. So, na gut, schauen wir mal, was als nächstes kommt. Schauen wir derweil mal ein bisschen Wasser hier. Da ficken schön die Fische drin. Schauen wir mal ein bisschen Wasser ins Glas. Ach, Reparatur an der Kupplung, super. Reparatur an der Kupplung, das ist alles andere außer schön. Ah, Gott, was schreibt er denn dazu? Der Kunde berichtet Probleme mit der losen Kupplung, hilft ihm das Problem zu beheben. Um das Getriebe auszubauen, müssen wir, kann ich mich noch daran erinnern, auf jeden Fall hier den ganzen Knödel wegbauen. So, warte mal. Weil wenn es ein Problem mit der Kupplung gibt, dann müssen wir auf jeden Fall das Getriebe rausnehmen, weil da sitzt die Kupplung eben drin. So, warte mal, das Teil muss auch noch ab. Oh Gott, muss ja alles ab hier. Müssen wir sogar nochmal hier ran. Nee, hier ran. Gott, oh Gott, oh Gott. Die Lenkstange muss man auch auseinanderbauen. Wo ich mir echt so vorstelle, wenn ich das jetzt so sehe hier. Es macht bestimmt Spaß, so eine Landmaschine zu reparieren. Also ich könnte mir vorstellen, dass das echt Spaß macht. Ich meine, klar, es ist nicht immer lustig, aber so im Großen und Ganzen denke ich, das ist schon ganz cool, oder? Ich weiß nicht. Macht sowas einer von euch? Zufällig? So, da, 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 da. Was wir lange nicht hatten. Ach nee, ich sag's auch nicht. Bin ich auch sehr froh drüber, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt können wir sogar das Getriebe schon ausbauen, weil wir oben schön alles abgebaut haben, ordnungsgemäß. So zerlegt man ein Getriebe. Gescheit, meine lieben Freunde. Ohne viel drumherum. So, warte, hier die Schrauben noch alle raus. Zack, zack, zack. So, Getriebe raus. Da haben wir die gute Kupplung hier. Die nehmen wir. Hier ist die erste Kupplungsscheibe. Die zweite. Bauen wir auch gleich mal noch mit raus hier. So, haben wir erstmal die ganze Kupplung zerleckt und schauen mal, was kaputt ist. La 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 la. Okay, nichts, was wir reparieren können, so wie es aussieht. Die können wir erstmal verkaufen. Das können wir verkaufen. Den können wir verkaufen. Okay, ja, beide. Ach nee, das Schiebeblech und eine Schleifkupplungsscheibe. Das Schiebeblech können wir nicht reparieren, das wundert mich jetzt. Okay, krass. Also Schiebeblech Blech und eine Kupplungsscheibe. Getriebe. Eine. Und das Schiebeblech. Okay. So, alles wieder rein. Ups. Gut, ganz so einfach ist es natürlich in Wirklichkeit nicht, ein Getriebe oder eine Kupplung zu wechseln oder zu reparieren. Also ich mache das jetzt hier in 5 Minuten. Das schafft man in Wirklichkeit natürlich nicht, da hat man viele Stunden damit zu tun. So, okay, dann kann das Getriebe schon wieder rein. Mega. Haben wir gut gemacht, finde ich. Aber die Werkstatt hier braucht man einen Schlagschrauber. Das wäre echt mal eine vernünftige Investition. Ritt! Fest. Naja gut. Ritt! Macht's vielleicht nicht, aber. Ritt! Oder. Ach, ich habe keine Ahnung. Ich bin so schlecht im Geräusche imitieren. Außer ein Affe, den kann ich richtig gut. Da kann ich mich so richtig reinsteigen, so dieses. Also dann so richtig krass. Das kann ich echt gut. Gut, okay, aber jetzt haben wir erstmal hier repariert. Ups, lassen wir das gute Stück mal wieder runter. Bauen hier im Innenraum wieder alles zusammen. So, okay. So, da müssen wir auch wieder festschräuben. Festschräubchen. So. Okay, das können wir dann erst dran bauen. Dann müssen wir die Vorderachse. Genau, hier nochmal die Schrauben festziehen.
Denk gerade wieder drauf, auch ein Schräubchen. Oh, Hupe wieder drauf, das Wichtigste. Vorderachse. Und diese Zugstrebe wieder rein. Und dann haben wir das auch schon. So. Sehr schön. Sehr, sehr gut. War easy peasy, lemon squeezy. Oh ja, mal Herausforderungen, Leute. Ja, mal gucken, was wir jetzt für ein Problemkind haben. Phyllis Ölhoff, finde die Ursache des Öllecks am Motor heraus. Das können wir nicht selber beheben. Ölleck am Motor. Also ich würde sagen, entweder es ist eine Dichtung, ne? Aber. Das ist auch einfach nur die Ablassschraube. Okay, das Öl rauslassen. Moment, müssen wir ja wechseln, ne? Scheiße, explizit da, fülle das Öl auf, okay. Ich muss ja die Schraube rausdrehen, das ist das Problem. Naja, das kann ja da weiter rauslaufen. So, ich brauche erstmal eine neue Schraube. Reparieren wird wohl nicht gehen, tatsächlich. Juhu, Juri. So, den Tank wieder weg. Also. Tatsache. Gut, Öl auffüllen, dann sind wir fertig. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich glaube, 7 Sekunden waren sowas in der Dreh. Wird nicht ganz reichen. Reicht und repariert. 20 Euro übrigens haben wir verdient. 7 hat der Deckel. Ja gut, am Preis, am Verdienst hätte ich schon sehen können, dass es nur da unten dieser Deckel sein kann. Okay, macht aber nichts. Wir machen auf jeden Fall noch einen Auftrag. Oder schauen wir erstmal an, was wir für einen haben. Ersetzt die Treibstoffpumpe mit einer neuen Firmenbruchfahrt durch. Okay, Treibstoffpumpe, das ist easy. So, was waren die Treibstoffpumpe? Muss ich erst mal gucken hier. Das ist die Treibstoffpumpe, okay. Also ich kenne die Treibstoffpumpe nur vom PKW und da sitzt sie eben meistens im Tank. Oder öfters, sagen wir so. Öfters direkt im Tank drin. Ist einfach wie so eine kleine Pumpe und ja. Aber es gibt auch welche, die sitzen natürlich nicht im Tank. Die sitzen dann quasi einfach auf der Kraftstoffleitung irgendwo auf dem Weg nach vorne im hinteren Bereich meistens. Keine Ahnung. So, okay, das war's schon, ne? Probefahrt. Ach ja. Mal wieder eine Runde mit dem Drescher fahren, hat man ja lange nicht. Juhu! Auf geht's. Auf den Höllenritt. Der Höllenritt auf der Höllenmaschine. Mehr Power, mehr Power. Was interessant wird, Leute, das kann ich euch verraten, ist der Car Mechanic Simulator 2015. Auf den bin ich wirklich gespannt, weil da muss wohl ein explizites Tuning möglich sein. Und da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Wäre super, wenn sie das gescheit umgesetzt bekommen hätten. Also, das wäre echt cool. Definitiv. Sehr, sehr nice. Den Truck Mechanic Simulator gucken wir uns natürlich auch noch an, obwohl man es nicht. Ich glaube, ich weiß es noch nicht so genau, weil ich habe mich damit noch gar nicht beschäftigt. Ich weiß nicht mal, wann er rauskommt. Aber irgendwie habe ich
das Gefühl, dass man dann kein Pedapult oder sowas oder fetten M1 oder Volvo oder Scania, was auch immer, da auf der Bühne stehen haben, sondern irgendwie so SUVs oder sowas. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Ich muss mal googeln, ich muss mich einfach mal ein bisschen erkundigen. Ich muss auch mal schauen, wann der rauskommt. Also. Okay, super, Leute. Haben wir den Auftrag auch noch abgeschlossen? Ging ja razzifazi und ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was uns als nächstes erwartet. So, okay, super. Das war Auftrag 45. Der nächste ist der 46. Das heißt, wir brauchen insgesamt den nächsten und noch 4 Aufträge, bis wir eine neue Werkstatt bekommen. Da bin ich auch sehr froh drüber. Endlich mal etwas Abwechslung. Naja, gut. In diesem Sinne, ich bin erstmal raus. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis dahin. Tschüss.